Wir sind hier vor, ich glaube, 12 Jahren eingezogen auf 1000 Quadratmeter und haben uns in den letzten 12 Jahren, ich glaube, über 5 Etappen im ganzen Gebäude wie so eine Krake ausgeweitet. Und inzwischen ist es einfach zu viel Fläche und es ist zu wenig Fläche frei, als dass wir die nächsten Jahre noch vernünftig weiter wachsen können. Warum haben wir uns für den Innovationspark entschieden? Weil es eine attraktive Fläche ist von der Lage her. Wir haben eine extrem gute Nähe zu den Forschungseinrichtungen wie DLR und Fraunhofer. Und wir glauben, dass dort etwas entsteht, wo sich Hightech-Unternehmen eng miteinander vernetzen können. Dass dort alleine dadurch, dass halt viele Menschen, die in innovativen Umfeld arbeiten, sich regelmäßig treffen, dass dort sowas entsteht, wo so Innovation in der Luft liegt, ne? Wo Dinge halt einfach wachsen, entstehen, ohne dass man das aktiv pushen muss. Als die Architekten ganz am Anfang gefragt haben, was ist euch denn wichtig, habe ich gesagt, ich fände es total geil, wenn ich morgens auf dem Weg von der Arbeit zu meinem Arbeitsplatz jeden mal treffen würde und von jedem gesehen werden würde. Dass jeder weiß, ey, der Uwe ist heute im Office, wenn ich eine Frage habe, kann ich schnell zu dem hingehen. Oder ich, wenn ich an meinen Arbeitsplatz komme, habe alles schon mal gesehen und habe irgendwie so gefühlt die Stimmung im Gebäude aufgenommen. Also dieses, wir haben das dann wie so eine Spirale gemacht, wo du durch das Gebäude dann quasi von unten vom Eingang, wenn du dann oben arbeitest, an deinen Arbeitsplatz kommst. Das war einer der Punkte und diese Treppen sind halt so gestaltet, dass du dir auf den Treppen begegnest. Idealerweise bleiben Menschen dann stehen und ey, ich war gestern Abend bei dem Kunden, da hatte ich das und das Problem, kannst du mir kurz helfen? Also entsteht so ein Austausch. Und auf jedem Stockwerk sind Flächen vorgehalten für Social Work, nennen wir das. Also Sofas, Teeküchen, wo die Menschen sich begegnen, treffen sollen. Und es gibt einen ganz großen zentralen Ort, das ist im Erdgeschoss, ein Café mit einem Barista, wo die Leute hingehen, wenn sie einen richtig geilen Kaffee haben wollen. Nicht, dass es woanders schlechten Kaffee gibt, aber der ist halt noch geiler. Wo sie dann hingehen können, wenn sie dieses Gefühl haben wollen, eigentlich arbeite ich im Starbucks oder sowas. Ne? Das, was wir halt so aus dem Silicon Valley kennen, Leute arbeiten nicht im Büro, sondern sie gehen quasi im Starbucks zum Arbeiten. Das Gefühl kannst du dort ein bisschen haben. Warum war es uns wichtig, in Augsburg zu bleiben? A, weil wir sehr verbunden sind mit der Region. Wir glauben aber auch, dass Augsburg ein sehr guter Standort für uns ist. Wir haben die zwei Hochschulen, von denen wir sehr viele Menschen rekrutieren, sehr viele Entwickler rekrutieren. Und wir haben ein Umfeld, wo wir mit anderen Unternehmen, auch vielen IT-Unternehmen, uns gegenseitig befruchten können.